Hallo, hier ist nochmal Metzgerman mit einem weiteren Video zu der Vistra i-Haltestellenanzeige. Und zwar wollte ich nochmal demonstrieren, dass man auch Video auf dieser Anzeige anzeigen kann. Und zwar kann man intern über Telnet auf die Einstellungen der Anzeige zugreifen und die Bildwiederholrate auf 0 Millisekunden setzen, sodass sie halt sehr schnell neue Bilder raushaut. Und ich habe jetzt noch ein Programm geschrieben, was einen Teil des Bildschirms einfach als Bild auf die Anzeige überträgt, mehrmals pro Sekunde. Und das kann ich jetzt mal demonstrieren mit einem kleinen Videoausschnitt aus einem Let's Play Super Mario Maker von den Game Grumps zum Beispiel. Man sieht jetzt nur einen kleinen Teil, also nicht das ganze Bild, aber man sieht auch gleich hier, es läuft ziemlich flüssig. Es ist natürlich nur zweifarbig, das Teil kann halt keine Helligkeitsunterschiede an den Pixeln. Aber ich finde, man kann doch relativ viel erkennen. Und ja, damit lässt sich bestimmt auch noch einiges Interessantes machen. Das war es jetzt auch schon mal wie. Ach nee, das war es noch nicht, genau. Man sieht hier noch, ich habe endlich ein Gestell gebaut für die Anzeige, weil durch die Tatsache, dass die Anschlüsse unten sind, kann man sie halt nicht wirklich gescheit hinstellen und das Bild auch noch richtig rumsehen auf der Anzeige. Also musste da halt ein kleines Alugestell her. Einfach Alu-Profile mit so T-Trägerstücken und das war es auch schon. Ja, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.